Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play von Mafia, die Definitive Edition mit neuem Grafikgewand. Wir haben in der letzten Folge die Mission Fair Play beendet, beziehungsweise haben das Rennen hier gewonnen und für uns entschieden, wir können jetzt hier noch mit einigen Personen sprechen und uns feiern lassen. Das machen wir natürlich auch nochmal, bevor wir jetzt hier Pauli finden. Du bist ein Naturtalent, Tom. Hast du Pauli gesehen, Vin? Er wollte was essen, um den Alkohol aufzusaugen. So große Kanulis kann es gar nicht geben. Das wär's für dieses Jahr, Leute. Die Strecke ist bis 6 offen. Bitte geht, wenn ihr aufgefordert werdet. So, mit ihr können wir auch nochmal sprechen. Pauli und deine Kumpels haben meine halbe Bar leer gesoffen. Hast du ihn gefunden? Nee, haben wir noch nicht. Wir müssen noch suchen. Hey, Wolfie! Es sah so einfach bei dir aus, Tommy. Als das hier vor 20 Jahren anfing, sind die meisten nicht mal ins Ziel gekommen. Ach, der Motor macht die Magie, Ralph. Ich hab nur gelenkt. Hey, Pauli gesehen? Wollte was zu essen holen oder so. Okay, hab Spaß. Werde ich, Tom. Danke. Hey, Frankie! Der Sieg hat meiner Tochter ein ganzes Jahr Schule ermöglicht, Tom. Hey, alles für die Colettis. Genieß den Moment. Aber kümmere dich um Pauli, bevor er sich und die Familie blamiert. Sonst klingt der Tag des Bosses unschön aus. Keine Sorge, Frank. Ich werde ihn schon finden. Ja, wir gucken nach Pauli. Wie Tommy schon sagt, wir werden ihn schon finden. Brennen, Mann. Haha, als du das letzte Mal so gefahren bist, war das mit Kanone am Kopf. Du meinst, da war heute keine? Wenn unsere Seite der Stadt im Geld schwimmt, bist du sicher. Hey, hast du Pauli gesehen? Ziemlich besoffen. Läuft seitwärts. Hab's gehört. Ja, wer ist hier hinten unterwegs? Oh, leckere Süßigkeiten hier und Brot. Näher war ich noch nie dran. Die wollen uns vor Sonnenuntergang raushaben, aber ignoriere sie. Die Party hört nicht auf. Ja, alle sind auf jeden Fall hier in Feierlaune. Wie lief er nach dem Aufmotzen? Wollte 5-mal ausbrechen. Hab's aber geschafft. Hast du Pauli gesehen? War vor 5 Minuten hier. Sah aus, als hätte er zu viel am Fass geschnüffelt. Klingt nach ihm. Danke, Lukas. So, hier haben wir noch mal ein Magazin, ein Detective-Magazin. Hm. Ansonsten, ja, haben wir hier nichts entdecken können. Ich glaube, da hinten auf der Straße steht Pauli. Sieht schon sehr wankelmutig aus. Ja, schöne Musik hier. Ja, da ist Pauli. So, wir verschwinden dann von hier, oder? Nee, ist Gott doch nicht Pauli. Wenn dein Kumpel so weitermacht, wird der Kerl die Cops rüberholen. Ja, denke mal, Paulis Tag beim Rennen ist vorbei. Okay, da ist er. Wollen wir mal gucken, dass wir ihm vielleicht nach Hause fahren können. Den armen Kerl. Die Kuh macht Mut, das Huhn sagt Mut. Wie macht der Vogel? Keine Ahnung, aber der Wachmann da hinten sagt, du sollst nach Hause gehen. Der Kerl ist ein Arsch. Soll mal Respekt zeigen. Stimmt, aber ich finde auch, du solltest heimgehen, bevor du im Dreck verschimmelst. Okay, das ist wohl besser. Los geht's, Großer. Ich hab dich. Na komm, nimm mir das Auto hier vorne vielleicht direkt. Jetzt geht aber auch wieder ganz schön gerade.
Der gute Schubert. Du warst toll heute, Tommy, mit dem Fahren. Ich hatte recht. Als ich dich aufgegabelt habe, weißt du noch, was ich gesagt habe? Was hast du gesagt, Pauli? Ich sagte, der kann fahren. Don Salieri, der Kerl kann fahren. Und hier sind wir. Wir sind da. Genau hier. Da sind wir. Du lässt mich alt aussehen, Tom. Schau dich an. Jetzt bist du sogar so ein Rennfahrer. Wir haben alle unsere. Du machst dich wirklich gut in der Familie. Aber du weißt, dass du es leicht hast, oder? Ich und Sam hatten die Drecksarbeit weg von dir. Ist das so? Du hast ja keine Ahnung, wie das ist. Du wirst zum Don gerufen und machst dich verrückt. Ich habe schlimme Sachen gemacht, Tom. Wir stecken da zusammen drin. Ich mache, was der Don sagt und wann er es sagt, wie du. Du bist wie ich. Du kannst es nicht einfach ausblenden, so wie Sam. Du gehst nach Hause zu wem auch immer, der heimgeht. Pauli, du bist betrunken. Du solltest die Klappe halten, um deinetwillen. Ja, du hast recht. Hast ja recht. So, wir machen den Tempomat rein, damit wir hier die Polizei mit dem Geschwindigkeitslimit überholen können. Damit helfe ich dir heute nicht. Bring mich zu den Mädels! Bring mich zum Blue Tropics! Weiß nicht, ich sollte dich heimbringen. Die Brücke! Nimm die Brücke zur Insel! Bring mich zu den Mädels! Bring mich zu den süßen Schnecken! Nein, dich nach Hause zu fahren klingt stilvoller. Okay, das ist was. Oh Mann, du solltest mal die Puppen sehen, Tom. Ich überlasse es dir, mit den Haifischen zu schwimmen, Pauli. Du musst mir schon sagen, wo zur Hölle ich hinfahren soll. Das weißt du nicht? Ich weiß es nicht. Es hat ein blaues Schild. Da brauche ich schon etwas mehr. Blaues Schild, darauf steht Blue Tropics. Das ist genau neben den Docks. Macht Sinn. Schau auf die Karte oder so. Ja, ich glaube, wir sind schon da. There's a reason the racers of the Lost Heaven Grand Prix use only Traeger motor oil, and that's because only zu Hause. Du hast mich heimgebracht. Vielleicht ist das gute Idee. Ja, okay. Ich werde mal. Träum schön, harter Kerl. Ich werde. Ich fühle mich nicht so gut. Okay, Fair Play ist abgeschlossen, liebe Leute. Weiter geht's. Sarah, 1932, das ist die Tochter von Luigi. Letzte Runde, Tom. Willst du noch was? Nee, ich gehe nach Hause. Tom, bevor du gehst, tu mir einen kleinen Gefallen, ja? Wie kann ich helfen? Bring meine Tochter nach Hause. Sarah? Mir kam es so vor, als ob sie keine Begleitung braucht. Sie ist zäh. Aber da sind ein paar Jungs in der Nähe ihrer Wohnung. Idioten, Kativi Ragazzi, miese Drecksäcke machen sich an sie ran. Sarah sagt ihre Meinung. Vielleicht sagt sie etwas, das ihnen nicht gefällt. Dann wird's hässlich. Aber wenn du sie begleitest, sollte klar sein, dass sie die Patentochter des Dons ist. Kein Problem, Luigi. Ist mir eine Ehre. Bene. Sarah, wir machen zu. Was wird das? Tom begleitet dich nach Hause. Ach wirklich?
Hey, ich arbeite hier nur. Er passt auf dich auf. Gut, wenn du dann ruhiger schlafen kannst. Bis morgen. Ich hole meinen Mantel. Ich warte draußen. Ja, man muss auf seine Kinder Acht geben, egal wie alt sie sind. Guter Papa hier, der Luigi. Alles gut? Mich muss niemand nach Hause bringen. Hey, wir wollten uns heute Abend sowieso treffen. Na dann? Und du musst dich nicht darum sorgen, was er denkt. Das ist es nicht, Tom. Er behandelt mich wie ein Kind. Verstehe. Beschützerinstinkt. Hat viel erlebt. Haben wir wohl alle. Wir müssen über das Klauen von Essen reden. Hey, ich koche es, also sage ich auch, wo es hingeht. Finde Pauli nicht. Dann lernt er morgen vielleicht mal, sich selber Frühstück zu machen. Ach, hier wohnt sie schon. Dass er direkt um die Ecke war. Könntest du anklopfen? Hab leider nur zwei Hände. Ach so, nee, das scheint nicht ihre Wohnung zu sein. Hallo, jemand zu Hause? Sarah, ist das für mich? Ja, aber leider nicht so viel wie letztes Mal. Es reicht. Nonna sagt, du bist ein Engel. Der Don hasst Verschwendung von Essen. Und das? Das muss Tommy sein. Sarah hat von dir erzählt. Hat sie das? Ist ein berühmter Rennfahrer, Tom. Alle reden über dich. Ja, sie hat recht. Tun sie. Okay. Jedenfalls, es wird kalt, Juliet. Wir sehen uns in der Kirche. Okay, einen schönen Abend. Nacht. Buona notte, Tommy. Mama, dein Engel Sarah kommt mit mir essen. Das ist nett von dir. Das? Nun, es gibt viele hungrige Leute in der Gegend. Ja. Oh. Ist eine schöne Nacht für einen Spaziergang. Geh bitte nicht meinetwegen drauf, Tom. Ich versuche es. Mehr hast du nicht drauf? Hängst dauernd mit dem Ladykiller Sam Trapani rum und dein bester Spruch ist, schöne Nacht für einen Spaziergang? Ist doch so, oder? Ja, stimmt wohl. So, was ist los? Nee, danke. Ich bekomme keine Blumen? Wenn ich dich ausführen darf und nicht nur für Luigi nach Hause begleite, dann bekommst du Blumen. Hm, könnte passieren, wenn Papst mir die Verabredung nicht verbietet. Er ahnt sowieso was. Luigi? Nee. Die Kerle schleichen schon seit Wochen um mich rum, aber ich hab's dir nicht gesagt, weil ich dich kenne. Ich erwähne es Papst gegenüber einmal und plötzlich wählt er dich als meinen Ritter. Also ja, er weiß es. Wie gesagt, dann hat er kein Problem mit mir. Sonst wärst du nicht hier. Ich weiß, was mit all den anderen passiert ist. Ich habe die Leichen mitversteckt. Ja, also sind wir... Ich wollte dich beschützen, Tommy Angelo, die ganze Zeit. Dann lass uns doch morgen Abend ausgehen. Kino vielleicht. Und du kriegst Blumen. Das klingt gut. So kann's gehen. Oh, hallo, Kleines. Bist du uns untreu? Verpiss dich. Sei doch nicht zickig, Püppchen. Dein Freund kann uns zuschauen, was meinst du? Wollt ihr uns hier Ärger machen? Ärger gibt's, seitdem du unser Mädchen geklaut hast, Kumpel. Ihr Nieten, passt lieber auf. Sonst ist hier für euch Endstation. Das ist eure letzte Chance. Wir kennen dich. Wir wissen, für wen du arbeitest. Salieri war vielleicht früher eine große Nummer. Aber das ist lange vorbei. Nur eine Frage der Zeit, bis Morello ihn abserviert. Ich brauche weder Salieri, noch sonst wen. Nicht für das. Hast du das gehört? Dann zeig, was du drauf hast, du Penner. Okay, dann kommt mal her. Wo gehst du hin, Süße?
So, der erste ist ausgeschaltet. Ja, komm her, Kollege, komm her. So, der ist auch ausgeschaltet. Immer schön ausweichen hier mit Alt und dann habt ihr ein kleines Fenster, wo ihr draufhauen könnt. Ah, der kommt mit dem Messer, der Feigling. So, einen haben wir, glaube ich, noch. So, Kollege, lass Sarah in Ruhe. Nee, werde ich nicht. Ja, wir haben was abbekommen. Das ist aber, glaube ich, nicht so wild, Leute. Tommy! Na schön, weiter geht's. Ich bin dran. Bist hoffentlich besser als deine Freunde. Hat er verdient. So, wo ist sie? Hey! Du hast einen guten rechten Haken, das gebe ich zu. Du blutest. Komme zu mir, ich sehe es mir an. Leute, 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 was für eine Nacht. Was ist? Kommst du ran und lässt dich verarzten? Du bittest mich wirklich rein? Keine Almosenschläger. Ich flicke dich nur zusammen. Jetzt setz dich auf die Couch und roll den Ärmel hoch. Ich hol Nadel und Faden. Sieht nicht so schlimm aus. Brauchst du was gegen die Schmerzen? Nein, mir geht's gut. Du musst das nicht machen. Was? Ich weiß, dass es weh tut, Tom. Wenn du mir was vorspielst, kann Pauli dich zusammen tackern. Was hast du? Mit Grüßen vom Don. Gegen die Schmerzen. Noch ein. Okay? Dann Zähne zusammenbeißen. Ja, wird schon gehen. Gut. Ich will nämlich nicht, dass sich die nette alte Dame nebenan wegen deines Geschreis beschwert. Mach einfach schnell, ja? Es braucht, solange es braucht. Schludrige Stiche machen hässliche Narben. Ach ja? Pflegst du viele Kerle zusammen? Nur mein Vater. Ma hat es Luigi manchmal schwer gemacht. Er kann Tellern gut ausweichen. Also hat sie ihm einmal die Stricknadel verpasst. Direkt durch die Hand. Warum? Darum. Sie war eine garstige Trinkerin. So. Nicht perfekt, aber es wird halten. Wenigstens erinnert mich die Narbe an dich. Du bleibst hier. Du stolperst nicht mit Sternen vor den Augen herum. Vor allem nicht, wenn diese Kerle auf dich warten. Ja, okay. Hast du eine extra Decke oder sowas? Nein. Und die Heizung ist aus. Oh, was für ein Ärger. So geht's. Ja,
Ja, damit haben wir das Kapitel abgeschlossen, liebe Leute. Ich würde sagen, da sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Lasst auch gerne ein Like oder Kommentar da, wenn euch die Folge gefallen hat. Da würde ich mich auch sehr drüber freuen. Und ja, dann bis zum nächsten Mal.